Hallo ihr Lieben, ich habe genau vor 13 Tagen meine erste Bestellung bei Diamond Art Club gemacht. Und ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, wann kommt es, weil Katrin von Chaos on Tour hat mich total mit Diamond Art Club angefixt, sag ich mal. Und sie macht jetzt ja diese Alice im Wunderland-Reihe mit dem Vorlesen. Und dann habe ich gedacht, dann probiere ich es einfach mal mit einem kleinen Bild von Diamond Art Club, was auch nicht ganz so teuer war. Und habe mich für das entschieden, was sie selbst auch macht. Und es war jetzt genau 13 Tage unterwegs und ist jetzt gerade eingetroffen. Und ich dachte, ich zeige euch das Ganze mal. Aus dem normalen Karton ist es raus. Es ist zwar auch ein Teilbild, was ich sonst nicht so schön finde, aber ich glaube, bei diesem Bild macht das nichts. Und zwar ist das Alice in a Bottle von, steht das dabei, bei Safina Art. Das Ganze ist 41 x 56 cm und ich würde sagen, ich befreie das mal. Wieder leichter gesagt als getan. Ich finde das ja schon alleine toll, dass die Bilder immer in so einem Karton kommen, wo man direkt sieht, was drin ist. Das finde ich ja immer schon so toll. Und ich habe ja auch in den Unpackings gesehen, dass da auch immer extra schon Aufkleber für die Steineboxen bei sind. Und das sieht so schon toll aus. Wahnsinn. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt gleich ausgepackt richtig zeigen, dass dann auch mein Stativ richtig steht. So sieht das Ganze auch nochmal ausgepackt aus. Also richtig cool gemacht. Jetzt ist gleich natürlich die Frage, weil ich das nicht überprüfen kann auf die Schnelle. Ich hoffe, ich packe es jetzt auch richtig herum aus, dass ihr es auch richtig herum seht. Weil das hatte ich gerade so liegen und das müsste richtig rum gewesen sein. Und müsste das jetzt eigentlich auch richtig rum für euch zu sehen sein. Ja, fangen wir mal an mit dem Toolkit. Ich finde das schon alleine toll, dass das in so einer wertigen kleinen Tasche ist. Also es macht schon was aus, ob man ein teureres Bild hat oder ein günstiges. Aber ich finde es einfach so schade, dass der Versand so teuer ist. Ja, hier sind einige Zipbeutel. Und mein erstes durchsichtiges Schälchen. Das finde ich ja cool. Sonst sind ja immer die die grünen oder die weißen. Und dies ist sogar ein durchsichtiges. Das habe ich noch nicht gehabt. Mit einem blauen Stift, einem dunkelblauen Squishy und sogar einer Pinzette in Schwarz. Ich merke schon, das Stativ steht doch wieder nicht so optimal. Aber man lernt ja dazu mit jedem Video, ne? Und sogar ein kleiner Aufsetzer. Das finde ich natürlich richtig cool. Ich setze den mal direkt dran. Mal sehen, das müsste ein, ich würde mal sagen, Dreier oder Vierer. Ich kenne mich mit den Aufsetzern noch nicht so aus. Ich habe jetzt bei meinem kleinen Bild langsam angefangen, da mal mit zu arbeiten. Und dann sind noch in der Tüte zwei Wachsherzchen. Super. Also ich freue mich schon allein über das Toolkit. Ja. Das ist echt toll. Kann ich nicht anders sagen. Ich packe mal die ganzen Zipbeutelchen wieder mit ein.
So, und jetzt kommt es zum Finale sozusagen. Bin so gespannt auf die Leinwand, weil ich finde das auch so toll, dass das so eine geriffelte Leinwand ist. Weil ich habe bisher immer nur bei AliExpress bestellt und jetzt halt mein großes, teures von Josephine Walls bei Diamond Painting Deutschland. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Das ist echt was anderes als die von AliExpress, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sieht auch total toll aus, obwohl es ein Teilbild ist. Wahnsinn. Oh, ist das geil. Das ist echt super toll. Die Folie ist auch ganz anders, als wie man das sonst kennt. Also wirklich richtig toll. Das Ganze hat 28 Farben. Und oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vor allen Dingen, eigentlich ist das dieses Teilbild auch gar nicht so schlecht, weil dann fällt nämlich dieses monotone Arbeiten weg. Ich meine, hätte ich auch gerne gemacht, aber so schlimm finde ich es jetzt gar nicht, dass es ein Teilbild ist. Also ich finde, das sieht richtig... Das war der Karton. Ich finde, das sieht richtig, richtig toll aus. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch richtig herumsehen. Ansonsten weiß ich es beim nächsten Mal besser. Aber auch die Herzchen und der Schmetterling, finde ich, das seht ihr gar nicht, kommen ganz toll rüber. Jetzt seht ihr es, ne? Ja. Hier. Und die Leinwand fühlt sich toll an, das glaubt ihr nicht. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Dann soll ich jetzt wohl öfters mal bei Diamond Art Club bestellen müssen, so wie ich das hier sehe. Der Druck ist super. Die Klebekraft ist auch richtig gut. Wovor ich noch ein bisschen Angst habe, sind die eckigen Steine. Das war eigentlich das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, muss ich ehrlich zugeben. Denn ich habe jetzt eins mal mit günstigen eckigen Steinen versucht und das habe ich gar nicht hinbekommen. Ich hoffe, dass das hier jetzt besser ist. Und ja, aber vielleicht ist die Qualität ja da auch besser, dass es auch einfacher zu legen ist. Ich werde jetzt einfach das mal testen und sonst weiß ich halt das nächste Mal wirklich Bescheid, dass eckig nichts für mich ist. Ja, und das hier ist dann dieses, was ich gerade sagte, dieses Bild, was ich mir dann schön einkleben kann in mein Journal und gleich die Aufkleber dabei. Da kann man eintragen, wann man gestartet hat und wann man geendet hat. Also das finde ich richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und dann ist hier noch ein Kärtchen. Wie das Ganze funktioniert, das weiß ich ja mittlerweile zur Genüge. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Es ist echt eine tolle Qualität. Ich hoffe, man kann dann auch die Schrift erkennen, Drink Me, aber ich denke mal schon, wenn die Leinwand schon so eine gute Qualität hat, dann wird man das mit Sicherheit erkennen können. Ja, es ist ein richtig tolles Bild und würde man später dann bestimmt auch in einen 40x50 Rahmen kriegen, denke ich. Und ja, ich bin begeistert. Ich wollte euch da einfach mal dran teilhaben, weil es jetzt das erste Bild war, was ich mir von Diamond Art Club bestellt habe. Und ich bin total begeistert, schon alleine von der Leinwand. Das ist was ganz anderes als die AliExpress und die chinesischen Unterfirmen, muss ich echt sagen. Also das soll bestimmt nicht meine letzte Bestellung gewesen sein. Ich habe jetzt durch einen Code mit Versandkosten 30 Euro oder 30 Dollar, weiß ich jetzt gar nicht, bezahlt. Und ist ja eigentlich auch noch okay, wenn ich bedenke, dass ich für mein Riesenbild von Josephine Walls
89 Euro bezahlt habe und ich da am Verzweifeln bin mit dem ganzen Konfetti. Ja, aber hier bin ich echt gespannt drauf und ich glaube, das wird richtig toll. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meine erste Bestellung bzw. das erste Unpacking gefallen. Nächstes Mal versuche ich es so hinzukriegen, dass man auch das ganze Bild sieht. Aber ja, so kann man es eigentlich auch wohl sehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über neue Abonnenten, denn mein Kanal soll jetzt ja auch wachsen. Ja, ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!